Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Bevor wir jetzt rüber zum Dings gehen, zum Tempel, hole ich mir erstmal das Licht. Und wir werden nochmal rüberfliegen. Unsere Pokémon heilen. Denn sicher ist sicher. Ich wäre mit... gut ausgeruhten Pokémon dorthin starten. So, kurz ausruhen. Sehr schön. Ups. Ab nach oben und auf zum Tempel. Hier hat sich das Päcklein niedergelassen, ja. Na dann. Ich glaube zumindest, dass es hier drin ist. Beim letzten Mal sind wir nämlich nur hochgegangen. Scheint für doch bloß ein Weg hoch. Oder? Ne, es führt doch ein Weg runter. Huch, was machst du denn hier, Sora? Oho, du willst die Geheimnisse des Blizzard-Tempels lüften, oder? So habe ich es jedenfalls vorhergesehen. Du schaffst es aber auch immer wieder, dich in die seltsamsten Dinge verstricken zu lassen. Also diese Worte hier, es heißt, dass hinter ihr ein Pokémon schlummere, das die südlichen Kontinente hinter sich hergezogen haben soll. Wir haben alles versucht, aber die Pforte will einfach nicht aufgehen. Deine Steintafel und Frosttafel reagieren auf die Pforte, aber sie bleibt verschlossen. Oh.
Steinfrost, mehr für die Stahltafel. Eieieie. Also fehlt mir die Stahltafel. Aber wo kriege ich die Stahltafel her? Und selbst wenn ich die neuen Regis dazu zähle, Regi Draco und Eli Elektri, Regi Elektri, würde mir auch noch die Blitztafel müsste ich noch haben, oder? Blitztafel habe ich. Stein und Frosttafel müsste ich auch haben. Frost und Stein. Also mir würde wirklich die Stahltafel fehlen. Würde ich die eventuell von diesem Pokémon kriegen? Wir schauen nach. Tja, wird zwar nachher wieder einiges an Zeit kosten, da dorthin zu fliegen. Aber mal sehen. Jetzt müssen wir erstmal Professor Bericht erstatten, damit wir auch wieder in die Dings kommen. Tempotechnik, wow! Na dann, erstmal zurück ins Dorf. Und von dort aus ja, könnte ich hier hin. Auch ein kleines Gebiet, ne? Hier hin. Ich muss zum Vulkan. Perla. Rana. Ein gemeinsames Fest mit beiden Clans und der Galaktik-Expedition. Es war wie ein Traum, dass ich vor den Augen aller Zeit mit Suzuki verbringen konnte. Hör mal, Sura. Rana. Also Rana möchte etwas mit dir besprechen. Genau, und dich möchte ich auch dabei haben, Perla. In letzter Zeit bereitet mir die Feuerspeiinsel etwas Sorgen. Die Feuerspeiinsel? Du scheinst nicht sonderlich begeistert zu sein. Da ist es mir zu heiß. Also, Perla. Das ist der Ort, an dem ich mich um Akani, den König der Insel, kümmere. Wie kannst du so herablassend darüber reden? Rani, du sollst mich doch vor anderen nicht so nennen. Oh, entschuldige, das ist mir aus Gewohnheit rausgerutscht. Also dann, komm bitte schnell zur Feuerspeinsel. Lange werde ich da nämlich nicht warten können, ohne zu schmelzen. Na gut.
Da wollen wir uns mal schnell dort hin aufmachen. Wenigstens hättet ihr mir ja einen Wegpunkt zeigen können, oder? Ein Volona. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, Sura. Suzuki, kommt Rana etwa nicht? Also, das ist so. Sie stattet gerade Akani einen Besuch ab. Deswegen sollen wir den Lava-Dom-Schrein ohne sie untersuchen. Im Ernst? Wie gemein von dir. Sie weiß doch genau, dass ich die Hitze nicht gut vertrage. Die Wächterin des Königs der Insel ist voller Güte. So etwas würde sie sicher niemals in böser Absicht tun. Wie dem auch sei, lass uns hineingehen, Sora. Ja, aber ich werde vorher abspeichern, hallo. Hallo, Hydran. Vorsicht, Sura. Wir haben Gesellschaft. Wow. Alter, was denn? Ich bin drauf gegangen. Alter. Nö, so einfach ist das hier nicht. Eigentlich habe ich davor abgespeichert. Wer ahnt denn sowas? Alter, wirklich? Hydran! Nö! Nein!
Das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht. So, gleich richtig auswählen. Okay. Ich muss erstmal zurück. Dagegen kommt doch keiner an. Haha. Oh. Okay, ich habe mich doch ein bisschen benommen. Ja, aber wie soll ich dann gegen Hydran antreten? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, es greift an. Es hat sofort ein Dings drum. Finde ich da irgendwo einen Tipp? Mal gucken, vielleicht mit Hilfe des Pokédexes. Na toll, hier kann ich auch noch keinen Pokémon einsetzen. Rana. Hast du einen Tipp? Scheint sich an seine Rolle als König gewöhnt zu haben. Dabei hat er es auch gelernt, die Kraft seiner Rage zu kontrollieren. Und kann ich antreten, ihr könnt sicher noch viel voneinander lernen. Ja, von mir aus machen wir das. Ist geil, dass ich die nochmal herausfordern kann.
dann. Es kann Stromschuss? Okay. Na dann. Okay, 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 okay. Tempotechnik. Heilige. Und Finsteraura. Das war ein fantastischer Kampf. Akani und du, ihr seid wirklich zu unglaublichem fähig. Du hast diesmal 4 Minuten 54 für den Sieg benötigt. Ich möchte dir das hier schenken, um deinen Sieg an Gebühren zu feiern. Cool, das Ganze bringt mich jetzt aber trotzdem noch nicht weiter. Solange ich nicht weiß, wie ich
an Heatran rankomme, bringt mir das Ganze gar nichts. Aber ich habe dafür einige EP-Bonbons. Du kriegst gleich alle. Oh, mehr habe ich leider nicht. Also ich muss jetzt erstmal herausfinden, wie ich an Heatran rankomme. Vor allem jedes Mal, wenn ich reingehe, es sieht mich ja. Und dann hüllt es sich in diesen Lavasturm. Und bevor ich nicht herausfinde, wie ich da rankomme, tja, weiß ich nicht weiter. Und ich befürchte, dass ich leider diese Tafel von ihm brauche, um im Tempel weiterzukommen. Naja, was soll's. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, würde mich riesig freuen. Wenn ihr es nicht getan haben solltet, lasst doch auch gerne ein Abo da. Vergesst dabei aber nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Nächst kommt ihr noch wie gewohnt zu einem weiteren Video und rechts wie immer zur Playlist des aktuellen Projektes. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.